Ich darf Sie alle ganz herzlich hier im Jazzpub Wiesn begrüßen. Es geht heute um dieses Buch. Dieses Buch Rumba Kongolese wird heute ganz offiziell präsentiert. Was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass Sie heute einiges über das Buch erfahren, einiges auch über die Entstehungsgeschichte, über die Hintergründe. Das ist an und für sich wirklich sehr interessant und bekommt man sonst bei einem Buch nicht so mitgeliefert. Ja, er hat seine 387 Seiten geschrieben und zum Glück mit dem Leikam Verlag auch einen kongenialen Partner gefunden, der dieses Buch auch auf den Markt gebracht hat. Und so wie bei der Präsentation von Canard Segon ist heute auch Dr. Wolfgang Hölzl hier. Ich darf Sie ganz kurz zu mir bitten. Buch war eigentlich die Frage, ob der Harald Friesenhahn sozusagen das Niveau oder die Latte, die er sich selber gelegt hat mit dem ersten Buch, ob er an dieses Niveau wieder heranreicht oder das vielleicht sogar toppen kann. Und ohne dass ich Ihnen zu viel verrate, also ich, aus meiner Sicht muss ich sagen, er hat die Erwartungen absolut sozusagen erfüllt. In diesem Buch, also nicht nur ein für mich aufrüttelndes gesellschaftliches Thema zwischen erster und dritter Welt, also sehr plakativ darzustellen, es ist auch ein sehr, sehr dichtes und spannendes Buch geworden und Sie können sich freuen darauf. Ja, und das kleine Wiesn, der große Kongo, diese Brücke zu schlagen, die gelingt ihm hervorragend. Das gelingt ihm hervorragend, das müssen Sie bitte nachlesen. Also, das ist Werbung, wie man sie macht. Dankeschön, Herr Dr. Hölzl. Schock beim Reggae-Festival im burgenländischen Wiesn. Ein junges Pärchen wird regelrecht hingerichtet. Eine Abrechnung im Drogenmilieu oder Mord aus Eifersucht? Polizeioberst Mark van Hagen und sein Special-Team ermitteln. Sie stoßen auf einen Politiker mit einer Vorliebe für blutjunge Mädchen. Sein Alibi ist dünn. Aber als durch einen Zufall brisantes Material über eine Söldnertruppe, die im Kongo unfassbare Gräueltaten verübt, auftaucht, wird Mark van Hagen klar, dass der Fall internationale Dimensionen erreicht. Im Kampf um das Milliardengeschäft mit Coltan, dem weltweit begehrten Rohstoff für die Produktion von Mobiltelefonen, gehen Multis, Finanzriesen und Regierungen über Leichen. Und auch eine österreichische Firma spielt in dem Netzwerk der Gier eine maßgebliche Rolle. Aber wer ist für die Morde in Wiesn verantwortlich? Das ist der Covertext zu dem Buch. Und wir gehen jetzt mit dem Autor ins Detail. Ich bitte um einen Applaus für Harald Friesner. Die Rückmeldungen, also das Feedback, das ich für mein erstes Buch bekommen habe, war so positiv, dass es jetzt natürlich für mich sehr interessant ist, wie das zweite Buch ankommt. Und das verursacht ein bisschen Nerven. Das werden wir heute schon ein bisschen verraten, aber eins muss ich vorweg schicken, es ist hervorragend recherchiert. Würdest du das als eine deiner großen Stärken als Autor bezeichnen? Ich denke schon, ja. Ohne gründliche Recherche könnte ich kein Buch schreiben. Also nur so irgendwie so drüber schreiben, das geht nicht. Und da bin ich sehr beliebt. Kann man diese Stunden, die du da im Internet recherchiert hast, irgendwie quantifizieren? Nein. Ist es dein Bemühen, irgendwo Zusammenhänge auch darzustellen, dem Leser auch etwas mitzugeben, außer jetzt nur einer gewissen Krimispannung, sondern auch Informationen, die man nicht so ohne weiteres hat? In erster Linie geht es mir nicht einmal um den Leser. Es geht um mein Verständnis. Ich finde ein Thema und suche selbst Zusammenhänge und Auflösungen und wie das alles ineinander wirkt. Und dann fange ich zum Recherchieren an. Und dann habe ich eine Fülle von Informationen, die ich dann versuche, sozusagen so zu komprimieren und so darzustellen, dass sie relativ einfach nachvollziehbar werden. Sonst werden es wissenschaftliche Dokumentationen, die wieder niemanden interessieren. Also sehr viel Wahrheit und Fiktives, um auch die Spannung für den Leser mitzuliefern. Naja. In der Geschichte sind jetzt sehr viele fiktive Dinge drin. Also, okay, am Mord in Wiesn hat es noch nie gegeben, soll es auch nie geben. Die Geschehnisse, die sich im Kongo abspielen, sind in der Realität noch eine Spur
schärfer, aber auf das werden wir noch zurückkommen. Kommen wir nach. Bleiben wir jetzt in Wiesen, denn den Schauplatz des ersten Mordes, den kennen viele der hier Anwesenden. Das ist das Festivalgelände. Also der erste Teil spielt am Festivalgelände im Backstage-Bereich. Das ist der Bereich, in dem sich die Künstler normalerweise aufhalten. Und das Personal, das im dort arbeiten. Brütende Hitze und heiße karibische Klänge verbreiten jamaikanisches Flair. Und Capleton bot Reggae vom Feinsten. Seine Leidenschaft hatte die Besucher des Sunsplash Festivals sofort erfasst. Tausende Leiber verrenkten sich im Takt der Rhythmen, die aus den unzähligen Lautsprechern dröhnten. Ein Meer von Körpern und hochgestreckten Händen wogte ekstatisch vor der Bühne. Der Zauber der Karibik hatte auch Julia in den Bann gezogen. Anmutig bewegte die 20-jährige Blondine ihren schlanken Körper zu dem kraftvollen Sound. Mit geschlossenen Augen und einem seligen Lächeln im Gesicht gab sie sich der Musik hin. Ein kurzes Top und hautenge Jeans betonten ihre makellose Figur. Ich denke, meine Intention war, dass es ja dieses Wiesn, diese Institution Wiesn, diese nicht einmal nationale, sondern internationale Institution Wiesn mit den großartigsten Musikern, die hier schon gespielt haben und die so in meiner unmittelbaren Nähe sich befindet, dass ich die unbedingt in das Buch sozusagen so ein bisschen verewigt, verewigt, genau. Der zweite, für mich fast auch ein Hauptschauplatz des Buches ist Afrika. Und das Land, um das es geht, wird so beschrieben: Wo die Logik endet, beginnt der Kongo. Kein anderer Krieg seit 1945 hat so viele Menschenleben gefordert wie das kaum beachtete Blutvergießen im Zentrum Afrikas. Und es gibt kein Ende der Gewalt. Warum der Kongo, Harry? Hier ist der Kivu-See, hier ist Bukavu und hier ist Goma. Hier ist Ruanda. Und in diesem Gebiet hier befinden sich schöne Nationalparks und die reichsten Erzvorkommen der Welt. Hier gibt es Gold, Diamanten, Kupfer und auch Coltan. Coltan, wir werden noch später kurz darauf zurückkommen, ist ein Wortmix aus Kolumbit und Tantal und kommt als Erz in reinster Form hier im Kongo vor, in diesen Gebieten. Und dieses Tantal wird hauptsächlich für Handys verwendet oder auch Computer und so weiter, aber hauptsächlich für Handys. Also, großer Höhepunkt, Harry Friesenhahn liest im Dialekt. Paul steuerte zielsicher an zwei Bars vorbei und zeigte auf ein Gebäude vor ihnen. Da ist das Café Ines, sagte er. Vor dem Eingang boten ihnen zwei Nuten noch einen Vierer an, dann betraten sie das Lokal. Es war nicht viel los. In einer Ecke umgarnten zwei Mädchen bei schummriger Beleuchtung einen offenbar angesäuselten Gast. Hinter dem Tresen lümmelte eine großbusige Bardame und unterhielt sich mit einem Mädchen. Am Tisch vor dem Gang zu den Zimmern saßen drei Typen und spielten Karten. Als sie die Ermittler wahrnahmen, legten sie die Karten weg. Du hast schon her, sagte einer von ihnen. Der Tomara Hochenbesuch, der Red Bull Pauli beehrt uns. Was ist? Magst du einen Familienausflug mit dem Opa? Willst du ihm noch einmal abbezahlen, bevor er abbankelt? Seine Kumpane lachten. Paul kannte den Linzer Bertel und wusste, dass er die rechte Hand ihrer eigentlichen Zielperson war. Ich suche Nick, sagte Paul gelassen. Wo ist er? Heinz Nick Prosenik war der Besitzer des Cafés. Zudem gehörten ihm auch noch eine Bar am Gürtel. Nick war eine mittelgroße Nummer im
Rotlichtmilieu aufgefallen war er bisher durch seine Kontakte in den Osten und seine Werte gegenüber den Medien. Und wer will das wissen? Fragte Bertel. Du bist immer noch so deppert wie früher. Hast den Spruch aus dem Fernsehen. Ich will das wissen, du Koffer. Ich hab dich ja gefragt. Rumba Kongolese, ein Buch, das auch berührt, betroffen macht. Und eines für mich unterstreicht, das heißt immer, lesen bildet. Harald Friesenhahn lesen macht wirklich gescheiter. Und spannend ist es auch. Also wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke, Harry, dass du dich auch zur Verfügung gestellt hast, zu lesen. Dankeschön.